Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Star Stable Online und ja, diesem wunderbaren Pferdespiel, wo wir erstmal wieder damit beschäftigt sind, hier die Ställe schön sauber und gepflegt zu halten. Ach ja, wir haben, glaube ich, noch Wasser drin. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, haben wir. So, einmal Schaufel. Tschubidubidu. So, was ist eigentlich? Ach so, das bringt gar nichts. Ich habe gerade nur dort dieses blaue Starcoins-Symbol gesehen und dachte ich, wow, vielleicht können wir das ja, aber dann dachte ich so, nein, können wir nicht verkaufen, leider. Gut, dann müssen wir auch noch in die Ecke dort hinten. Ach, Quatsch. Doch nicht das. So, einmal rum. Ist gerade voll ruhig hier, ne? Überhaupt keine Musik und auch nur so ein bisschen Gelaber irgendwie. Hä? Ach so, das ist meins. Ja, gut. Ergibt Sinn. Das auch da rein. Und hier ist die schöne Schaufel. Einmal alles weggeschaufelt. Und hier das Wasser. Hallo. Ja. So, jetzt das Wasser. Und jetzt hier auch noch das Futter. So, dann müssten wir jetzt eigentlich alles erfüllt haben, glaube ich. Dann gehen wir mal zu unserem grünen Oh, es ist voll hier. Zu unserem grünen Ansprechpartner. Oh, hübsches Blau. Dubidubidu. Dubidubidu. So, und quatschen hier mal einfach ein Ohr ab. So, ja, ganz toll. Und ja, schön, dass wir drüber geredet haben. So, dann wollen wir jetzt mal hier in die Shopping-Sachen gucken. In der Hoffnung, dass wir hier mehr sehen als in dem anderen Bummel. Ja, hier habe ich auf jeden Fall das Gefühl, ich kann wenigstens die Kameraeinstellung ändern. Ja, das ist ja schon mal ganz cool. So, boah, voll teuer. Krass. In Braun sieht das auch ganz nett aus, aber dafür haben wir auch wieder nicht genug Kohle. Was haben wir jetzt für Handschuhe an? Okay, das sind schon andere Handschuhe, kann man ja mal ruhig sagen. So, okay, das ist sehr gemustert. Das sieht auch ganz nett aus. Auch ganz interessante Schuhe. Na, ja, die Handschuhe sind nicht so... Ach du Herrje, was für ein Pulli. So, eine ganz süße Hose. Ja, gut, okay. Ich finde jetzt hier nichts, was ich unbedingt haben wollen würde. Oh, ein riesiges Pferd. Was ist hier? Ah, okay, hier sollten wir vielleicht mit unserem Pferdchen kommen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ah, Springlove, wir sind gleich da. Huhu. So, steigen wir mal auf und reiten mal mit Springlove hin. Vielleicht sehen wir dann da besser durch. Oh, fahr das schöne Pferd. So, war jetzt der Stand hier gewesen, ne? So, welche Kamera ist jetzt hier die bessere? Die hier vielleicht. So, was ist das? Ein Ding, ist ein Pulli, eine Hose, komische Schuhe, rosa Handschuhe. Oh, der ist hübsch. Also im Gegensatz zu dem... finde ich den hübsch. So, ein Top, ein Shirt, ein Hut, Schuhe, sehr pink, lila, auch ganz interessant. Oh, das muss ich mir mal von vorne angucken. Das finde ich ja ganz hübsch, das Schwarz, ne? Müssen wir auf jeden Fall noch eine Menge zusammensparen, damit das was wird. Die Hose finde ich eigentlich auch ganz cool. Müssen wir uns nochmal von hier angucken. Die mag ich auch. Ah, die mag ich auch. Ah, wir müssen dringend sparen. Auf dem einen war ein Herzchen drauf. Oh, wie süß. Oh, mit Mütze. Ja, wir müssen auf jeden Fall... die Handschuhe sind auch cool, ne? Oh, das sind auch voll schicke Schuhe. Ach, das ist der Helm. Ich habe gerade überlegt, hey, was hat sich denn jetzt geändert? Aber so sieht man das natürlich mehr schlecht als recht. Ah, das ist... Ah, das Traumzeug. Und eine gelbe Mütze. Okay, hier gibt es auf jeden Fall interessante Sachen. Schauen wir mal noch, was es hier gibt. So. Ach, hier gibt es dieses Shirt. Da, das. Ah, diese orange Jacke, da, wo wir letztens mal auch an dem Stand dort waren. Das war ja ganz interessant gewesen. So die Schuhe. Die Jacke ist auch ganz cool. Oh, mit Rock. mit Shirt. Da würden die Handschuhe jetzt auch ganz cool passen. Die Hosen hatten wir ja auch schon alle mal. Schuhe.
Interessantes Oberteil, Hut. Oberteil, Hose, Schüchchen in Hose. Oh mein Gott. Sieht auch ganz interessant aus. Oh, so ein Zylinder-Ding. Das mag ich auch ganz gerne. Und wieder so ein Hütchen. So, dann schauen wir mal noch hier auf die andere Seite. Boah, wir sind aber heute auch echt gut dabei, uns die Sachen anzugucken. Was gibt es denn hier Schönes? So, ich bin mal wieder voll gegengerannt. Okay, hier können wir so Decken und Sattel kaufen. In Weiß finde ich das auch ganz nett, aber momentan haben wir einfach überhaupt keine... Oh, das sieht voll hübsch aus, ne? Das ist ja hübsch. Dazu braucht man auch noch ein gewisses Spielerlevel. Ernsthaft? Das ist ja echt ein bisschen ätzend, ne? Weil du kommst ja hier nicht weiter als Level 5. Das habt ihr mich auch in den Kommentaren gefragt, wie weit man denn hier spielen kann. Und man sieht es vielleicht, wenn man hier ein bestimmtes Level nicht hat, dann ist das schon sehr ärgerlich. Man wird praktisch dazu genötigt, das Spiel zu kaufen. Also in der riesigen Vollversion, wenn man das so sagen möchte. Irgendwo finde ich es auch verständlich. Ich finde den Sattel voll hübsch, ne? Aber der Sattel allein ist es mir nicht wert. Der ist auch voll schön. Es gibt schon schöne Sachen hier, das kann man nicht sagen. Und ich finde das Spiel ja auch eigentlich ganz gut. Aber ich möchte es mir einfach momentan nicht kaufen. Nein. Ich weigere mich. Aber ich wette, irgendwann werde ich es doch tun. Mich würde es nicht wundern. So. Da stand gerade irgendwas, aber ich konnte es nicht lesen. So, was machen wir jetzt? Wir könnten rein theoretisch das Rennen machen. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend klamüsern. Vor allem, was sind denn diese ganzen blauen Stellen? Sind es diese Aushängeteile hier? Starte ein Highscore-Rennen. Erster Platz Belohnung wöchentlich, monatlich, okay. Ich meine, wir schaffen das eh nicht, aber müssen wir dazu irgendwas beachten? Bobcats-Rennstrecke. Du kannst das Highscore-Rennen starten und versuchen, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Du wirst keine XP und dein Pferd oder Rufpunkte in dein Geld bekommen. Nö. Ist ja dann völlig umsonst, weil Erster und so werden wir ja hier eh nicht. Machen wir uns einfach mal nichts vor. Aber wir können ja so nochmal hier die Strecke reiten. Das war doch irgendwie so. Du bist also hier, um es nochmal zu versuchen. Dann mal los. Ja, das würde ich gerne. Dann kriegen wir wenigstens 20 Schillinge. Irgendwie muss man ja hier Geld verdienen. Gut, die anderen kommen viel schneller weg als ich. Ich brauche hier echt eine halbe Ewigkeit. Da merkt man schon einen gewissen Unterschied. So. Ah, wir holen auf in der Innenlinie. Nein, doch nicht. Wir sind wieder hinten. Wow, aber ich gebe mir voll Mühe, dass das funktioniert. Wow, ich habe die Kurve verpasst. Oh mein Gott, jetzt habe ich voll die Außenkurve genommen. Das muss schneller gehen. Wow. So, da haben wir es reingeschafft. Und durch. Oh, wir sind zu gut. Nicht. Aber ich finde es lustig, dass wir hier wirklich gerade zur gleichen Zeit gestartet sind. Wow, schneller, Hottohü. Schneller. Schneller, Hottohü. Juhu. Aber wir haben keinen neuen Highscore. Manu, ich hätte gerne einen neuen Highscore, aber unser Pferd wird ja leider auch nicht schneller. Ach ja, dann holen wir uns mal unser paar Schillinge hier ab. Gut gemacht, Ida. Sehr schön, das freut mich. Was ist eigentlich an diesem Stand hier? Ah, okay, diese Bobcat-Sachen. Können wir uns die angucken? Achso, ja, okay, das waren gerade Handschuhe, deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert. Gemacht mit Bobcats. Die pinke Hose finde ich ja schon mal ganz cool. Ich mag ja generell die pinken Sachen. Pinke Handschuhe finde ich auch toll. Ich bin voll der Pink-Fan. Ich würde zwar jetzt nicht alles pink machen, aber so ein paar pinke Akzente sind ja schon mal ganz nett. Ja, okay, die Hose wäre jetzt nicht so meins gewesen. Was ist das? Achso, das ist die Decke. Ich wollte gerade sagen, ich habe da kaum eine Veränderung gesehen. Oh, das sieht auch voll hübsch aus. Ah, das ist auch cool. Ja, das sieht man jetzt gerade ein bisschen schlecht. Können wir vielleicht mal die Position ändern, dann sehen wir das besser. So. Okay, das wäre jetzt auch nicht so mein Sattel oder meine Decke. Aber so an sich finde ich die Sachen ganz hübsch.
Nur leider können wir uns hier nichts leisten. Okay, irgendwer ist traurig. Oh, warum bist du traurig? Du brauchst nicht traurig sein. Und das bedeutet Star Rider, oder? Dieses Sternchen-Ding? Kann das sein? Weiß man's? So, was ist hier? Ach so, hier ist auch wieder, können ja einfach mal so ein Highscore-Rennen machen. Dann kommen wir auch mal wenigstens auf eine andere Strecke. So, okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die Strecke hier auch reinkriegen. Weil die sind wir ja auch schon echt ewig nicht mehr geritten. Weil wir uns jetzt auch nichts mehr vormachen, von wegen wir werden den Highscore schaffen. Boah, dieser Pass ist voll eng. War der schon immer so eng? Ich weiß es gar nicht. Wow. Wir sind unglaublich schnell. Oder auch nicht. Oh, Kacke. Falsch rum. Ich dachte, wir müssen da hoch. Ich habe euch doch gesagt, das wird schwierig mit der Orientierung. Aber hier ist man. Hier ist auch irgendwie neu, ne? Die Bäume sehen hier anders aus als vorher. Das ist irgendwie anders. Bin ich der Meinung. Oder? Sagt mir, wenn ich falsch liege. Ich weiß es nämlich nicht. Ich bin der Meinung, hier bin ich noch nicht durchgeritten. Ach, ist hier hinten die Baustelle? War die nicht woanders? Ich bin jetzt verwirrt. Offiziell bin ich jetzt verwirrt. Aber ich finde auf jeden Fall, dass das Spiel immer hübscher und hübscher wird. Kann man nicht anders sagen. So, anscheinend reitet die Person vor uns auch gerade die Strecke ab. Die verlassene Farm, waren wir hier schon mal? Ich kann mich gerade echt nicht erinnern, ne? Ich glaube, wir sind früher, war die Strecke nur einmal hier rumreiten, ne? Mir ist irgendwie so. So, müssen wir jetzt wieder hier runter? Ja, sehr gut. Ich habe wenigstens die Kurve gekriegt. Okay, jetzt reite ich hier halb in die Steine rein. Oh mein Gott! Klippe! So, hier kommen auch viele, viele, viele Leute lang. Ich weiß gar nicht. Doch, wir sind schneller als das letzte Mal, ne? Weil vorher hatten wir 2 Minuten 16. Dann sind wir ja jetzt schon echt gut. Wir haben unseren eigenen Highscore geknackt. Tudum. Ich bin voll stolz auf uns. Wir kommen zwar niemals an die 1,16 ran, aber ich bin trotzdem stolz auf uns. Oh, meine Güte. So, was machen wir denn jetzt noch? Wir können ja hier mal ein bisschen rumreiten und einfach mal so gucken, was sich hier verändert hat. Hier auf dieser Strecke waren wir ja generell noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, das ist, glaube ich, die Bobcat-Strecke, oder? War das nicht so? Aber das war doch... Hä? Aber wenn wir mal die fragen, dann sagt die doch, das ist die Bobcat-Strecke, oder? Hm, gute Frage. So, jetzt reite ich hier gleich wieder gegen den Zaun. Passt mal auf. Nee, okay. Jetzt wollte ich drum herum reiten und hänge noch nicht in einem Baum. Das ist ein Wunder. So, wir müssen hier irgendwie wieder raus. So, jetzt aber. Und dann reiten wir einfach nochmal nach da oben. Denn ich mag mich da mal umschauen. Das sieht irgendwie alles so neu aus, als wenn sie das da erweitert haben. Und die Bäume, finde ich, sehen auch anders aus. Das müssen wir uns ansehen. Ah, das ist das Schloss. Oh, das sieht voll hübsch aus. Hallo, Schloss. Voll schön. So, wir reiten einmal rum. So, den Rucksack habe ich ja auch noch offen, aus welchen Gründen auch immer. Nilmers Hochland. Oh, es ist voll schön hier. Oh, da kommt eine Mauer. Sollte ich vielleicht nicht gegenreiten? Hui. Was sind eigentlich diese komischen Sachen hier? Ich steig mal ab. Toll, jetzt hat mein Pferd da mitten im Weg geparkt. Ich muss mich jetzt daran gewöhnen, hier die Pfeiltaste gedrückt zu halten. Was ist das? Ein Stein mit irgendwelchen Sachen drauf. Okay. Hm. Voll schön hier eigentlich. Ich mag die Musik auch total, ne? Die ist so... Schon. Wow, und rein in den Busch. Ups. Ja, aber auf mysteriöse Weise sind wir zurückgekommen. Ah, ich bin so talentiert. Das soll mir erstmal einer nachmachen, ne? So, aber schauen wir uns einfach mal hier um, was da ist. Ich kann mich echt nicht erinnern, dass wir hier mal hier waren. So, was ist hier? Hm, können wir nichts machen? Geheimnisvoller Wagen. Sollen wir das sagen? Was heißt geheimnisvoller Wagen? Hm. Was bedeutet eigentlich generell die Liste hier? Ach so, das haben wir jetzt entdeckt, oder was?
Okay, aber da ist momentan Schlafenszeit, okay. Dann reiten wir mal woanders weiter lang. Ja, aber wo die Reise hingeht, sehen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und dass wir uns dann hier hoffentlich auch in der nächsten Folge wiedersehen, die dann nächsten Dienstag wiederkommt. Und ja, mal gucken, wie weit wir hier noch mit unserer Erkundungstour kommen. Vielleicht kommen wir ja noch über den Fluss. Und ja, dann macht's gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und ciao.